Also ich glaube, wir fangen an, sonst wird es mir zu voll hier. Ich stehe hier und habe hier den Tisch, weil ich relativ viel live vorführen will. Dafür muss ich bequem tippen können. Und im Sitzen geht es dann so schlecht zu reden. Ich werde ziemlich viel improvisieren. Aber zuerst mal, wer bin ich überhaupt? Ich bin seit ein bisschen mehr als 2 Jahren freiberuflich tätig in genau dem Thema mit, was ich jetzt hier auch vortragen werde. Das habe ich aber früher als Hobby gemacht. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn mal angefangen als Kundendiensttechniker, war später Systemspezialist für Software rund ums Drucken. Da kommt man natürlich mit PostScript und PDF in Berührung. Bin Linux-Benutzer seit 1999 und habe so in meiner Open-Source-Karriere in der Vergangenheit viel Dokumentation geschrieben. Immer wenn es mit Drucken zu tun hat, unter anderem für Samba, in Bezug auf CUPS, GoScript und so weiter. Bei dem Thema jetzt wird es auch um PDF gehen, ein paar Unterthemen daraus. Ich werde aber jetzt nicht sehr strukturiert irgendwie in den 40 Minuten einen Vortrag über das Gesamtthema machen können, aber ich werde ein paar Tipps und Tricks zeigen für Leute, die GoScript schon ein bisschen kennen oder auch für Leute, die GoScript noch nicht kennen. An geeigneter Stelle werde ich auch etwas Theorie über PDF einstreuen und die PDF-Struktur ein bisschen vorstellen. Aber was ich machen werde, ist nicht viele Folien zeigen, sondern ein paar praktische Probleme besprechen anhand von Kommandozeilentools, die ich auch in meinem Berufsleben häufig einsetze, wo Kunden mich dafür bezahlen, damit ich PDFs debugge und PDF-Probleme debugge. Die Tools, die zur Anwendung kommen, eins davon ist GoScript, anderes PDF-Info, dann PDF-Fonts, wie ihr schon seht, falls ihr die kennt, sind es lauter Kommandozeilentools. PDF-Resurrect, wer kennt das? Mutool, wer kennt das? Wer hat einen von denen schon mal benutzt? Doch, fast jeder, okay. Ich werde hoffentlich trotzdem ein paar Überraschungen bereithalten damit, weil es gibt da ein paar Kommandozeilenoptionen, die sind nicht unbedingt allgemein bekannt, die sind aber sehr nützlich. Dann kommen wir zu einem Tool, das ist ein Python-Skript, auch Kommandozeilentool, heißt pdfid.py. Wer kennt das? PDF-Parser.py, kennt auch fast keiner dann. PDF-Detach, QPDF, kennt das jemand? Ha, einer, zwei, also die meisten, dann werde ich das doch zeigen müssen. PDF-to-Text hat vielleicht jeder schon mal verwendet. Und ich habe da ein paar Beispieldateien dabei. Ich sage da jetzt nicht viel zu. Ich sage jetzt zu den beiden Punkten noch was. Unterlagen gibt es hier nicht im Moment. Vielleicht lasse ich mich dazu überreden, noch ein paar so ein Tarball zusammenzupacken die nächsten paar Tage. Dann kann man den vielleicht hier auf der Webseite downloaden mit ein paar Unterlagen, die ich hier verwende, beziehungsweise mit den Beispieldateien, damit man das vielleicht auch nachvollziehen kann, was ich hier zeige. Aber viele von den Themen, die ich jetzt hier anspreche, sind in abgewandelter Form in meinem E-Book, was hier bei leanpub.com und PDF-Kung-Fu-Kürzel erreichbar ist. Leanpub ist ein kommerzieller Verlag. Da werden auch schon E-Books verkauft, die noch gar nicht fertig sind, sondern so Work in Progress sind. Und jeder Autor hat das Recht, den Preis selber festzulegen. Und man kann als Minimalpreis 0 Euro festlegen oder 0 Dollar, das ist bei mir. Und man kann freiwillig aber mehr bezahlen. Das heißt, wenn ihr die Sachen, die ich jetzt hier bespreche, in ähnlicher Form haben wollt oder vielleicht ganz andere Dinge, zu denen ich heute gar keine Zeit habe. In dem E-Book ist relativ viel drin und ihr braucht nichts dafür zu bezahlen. Ihr müsst euch nicht registrieren. Ihr könnt es einfach runterladen. Ihr müsst nur den Schieber beim Preis ganz nach links ziehen. Dann sind 0 Euro der Kaufpreis. Aber rechts kann man auch lassen. Rechts kann man auch lassen oder ganz weit nach rechts schieben. Ich kriege nichts davon, weil ich alles, was da
Autorenhonorare werden würden, der Electronic Frontier Foundation als Spende zur Verfügung stellen. Also die kriegen das immer direkt. Heute hat übrigens einer für 11 Euro das Ding gekauft, habe ich gesehen heute Morgen. Ich weiß zwar nicht, wer es war, aber wenn es einer von euch war, vielen Dank. Vielen Dank im Namen der EFF. Weitere Anregungen kann man bei Stack Overflow finden. Wer kennt Stack Overflow nicht? Oh, kennt fast jeder. Das ist so eine Plattform, wo man alle möglichen Fragen zu allen möglichen Unterthemen der IT und Computer und auch ganz anderen Themen, Kochrezepte, sonst was, stellen kann. Und die werden dann beantwortet und bewertet von den anderen Usern dort. Ihr müsst nur nach PDF dort suchen, nach dem Tag-PDF. Und da werdet ihr irgendwie dann auch über mich und meine Antworten stolpern. Leider ist beides derzeit nur auf Englisch. Okay, jetzt gehen wir mal zu der ersten PDF und damit hören meine Folien auf. Gibt es soweit Fragen? Zum Glück nicht. Wie gesagt, vielleicht lasse ich mich überreden, die ganzen Unterlagen als Tabel zur Verfügung stellen, wenn ihr überhaupt sowas macht auf der Webseite, dann kann man die hinterher runterladen. Aber das wird ein paar Tage, vielleicht sogar ein, zwei Wochen dauern, bis ich das dazu komme, das fertig zu machen. Es geht erstmal um die PDF. Und zwar habe ich die zugeschickt gekriegt, das ist jetzt schon fast ein halbes Jahr oder noch länger her. Der mir die geschickt hat, ist ein Aktivist in der deutschen German, in der German Unix User Group. Und er konnte sich nicht erklären, warum die PDF so groß war. Die hat er gekriegt von der Lehrerin seiner Tochter oder seines Sohnes, weiß ich gar nicht. Die hat einfach die PDF erzeugt und hat sich gewundert, warum ist die so groß. Und ihm geschickt, Unix, muss sich auskennen damit, wusste auch nicht weiter, hat sie mich weitergegeben. Wie ihr seht, einfach nur Text, aber 3 Megabyte groß. Wie kommt das? Hat jemand eine Idee, warum es... Ein Scan, gute Idee. Aber ein Scan, schwarz-weiß... 3 Megabyte groß, eine Seite, ist das realistisch? Kann das sein? Kann sein, wenn es eine ganz hohe Auflösung ist, richtig, kann man auch so große Dinger hinkriegen. Andere Idee, warum kann so ein Foto? Das ist praktisch wie Scan. Also man hat eine Seite. Alle Fonts integriert. Okay, kann auch sein, wie viele Fonts sind da drin? So vom Gucken her 2 höchstens, ein fetter und ein normaler oder so. Vielleicht Seite ausgeblendet, die man nicht sieht, aber die halt eingeblendet ist. Auch gute Idee. Könnte auch sein. Wie würdet ihr denn dem Thema zu Leibe rücken, wenn ihr jetzt so eine PDF habt, warum ist, und rausfinden wollt, warum ist die zu groß? Ja, der Autor hat es ja uns eingereicht. Der Autor hat das Ding gemacht und hat dann letzten Endes über Umwege ist er draufgekommen, ja, mich zu fragen. Haha, wie kriegt man das raus? Also ich habe die gerade schon geöffnet, diese Big PDF-Info. Probieren wir mal PDF-Info. Was ist da klar? Das ist gar nichts klar. Microsoft Word. Und dann die interessante Zeile ist zum Beispiel die hier. Producer sagt, falls das überhaupt in den Metadaten vorkommt bei PDF-Info, welche Software hat diese PDF erzeugt? Es gibt da ein Tool, das heißt DoPDF. Wer kennt das? Ich kannte das bis dahin noch nicht. Aber irgendwie, DoPDF hat die große PDF gemacht, aber vielleicht ist DoPDF gar nicht schuld, das wissen wir noch nicht. Aber hier steht auf jeden Fall 3 Millionen Bytes. Ansonsten ist da nicht besonders viel auffällig. Eine Seite, nicht encrypted, nicht optimized, wobei optimized heißt eigentlich in der Fachsprache linearisiert, das heißt nicht jetzt optimiert von bezüglich der Größe oder so. Wir können ja nochmal gucken, PDF Images, mach mal erstmal minus H, oder vielleicht mache ich jetzt erstmal
das nochmal, dass man es sieht. PDF Images hat wer noch nie benutzt, noch nie gehört. Das ist genauso ein Kommandozeilentool aus der gleichen Familie wie PDF Info. Und da oben sieht man schon, dass es da zwei verschiedene Quellen gibt, wo das Tool herkommt. Es gibt nämlich dieses alte Copyright von Glöf und Koch. Das ist das ursprüngliche PDF Images bzw. auch PDF Info Tool. Das ist eine Firma, die hat dieses Kommandozeilentool entwickelt und es gehörte zu XPDF. XPDF war einer der ganz frühen PDF-Viewer für Unix und für Linux. Da gehören aber auch diese Kommandozeilentools dazu. Und ich werde jetzt hier einen Parameter benutzen, minus list. Der listet mir nämlich alle Bilder auf, die in der PDF sind. Die alte Version, die von Glöf und Koch ist, die kennt diesen Parameter nicht. Da kann man die Images nur auspacken, aber man kann nicht gucken, bevor man auspackt, was ist da überhaupt drin. Ja, und deswegen machen wir jetzt mal PDF Image. Lass mich das nochmal hochscrollen. PDF Images minus List Big 1 PDF. Kommt nichts. Ist nichts. Da wird nichts aufgelistet. Normalerweise wäre jetzt hier diese schöne Tabelle, wo verschiedene Parameter über die Images drinstehen. Also es liegt nicht an einem Bild, es ist nichts gescanntes, sonst würde das hier rauskommen. Dann machen wir doch das nächste PDF Fonts. Mache ich nochmal minus H. Man sieht, wie die Syntax ist, die ist immer relativ ähnlich. Auf was ich aufmerksam machen will, ist, was fast keiner benutzt, ist das hier. Man kann nämlich bei einer mehrseitigen PDF rauspicken, welche Seite will ich denn jetzt überhaupt sehen. Man sagt einfach, oder welchen Seitenbereich, minus F für die First Page und minus L für die Last Page, also minus F3 minus L3 würde dann nur die Seite 3 mir zeigen. Wenn ich zum Beispiel eine Seite angucken will, die sieht irgendwie ganz komisch aus. Welche Fonts sind denn auf der Seite überhaupt verwendet? Das ist ein Font, der wird nicht überall verwendet. Da kann ich gezielt gucken, welche Fonts auf einer bestimmten Seite verwendet werden und habe nicht die ganze Liste, falls da ganz viele Fonts auf vielen Seiten sind. Ein weiteres Ding, was auch jetzt ganz neu ist in dieser Version von PDF Fonts, die von den Poplar-Entwicklern sind, die von den Poplar-Entwicklern stammt, ist minus Sabst. Damit würde man jetzt sehen, welcher Ersatzfont verwendet wird, falls der Font nicht in der PDF eingebettet ist, falls die PDF einen Font verwendet, den sie aber nicht eingebettet hat. Das ist auch eine ganz nützliche Option. Vielleicht kommen wir dann noch dazu, das genauer zu sehen. Aber ich will jetzt einfach mal sehen, PDF-Fonts, Big 5 PDF, welche sind denn da drin? Nicht Big 5, ich wollte Big 1. Sieht jetzt ein bisschen unübersichtlich aus, ich mache das mal kurz kleiner. Ja, kann ich nicht. Das kann ich nicht mehr runterskalieren. Egal. Normalerweise ist das in einer Zeile. Das ist jetzt, weil ich es so groß skaliert habe, dass man das nicht so schön sieht. Ja doch, so. Was sagt uns die Tabelle? Ganz links steht ein Name, so heißt der Font. Dann steht ein Typ, der Font-Typ. Es geht hier um TrueType-Fonts. Dann noch so ein Spezialfont, CID TrueType, gehen wir jetzt nicht genau darauf ein. Encoding. Kann sich jemand was darunter vorstellen, was Encoding heißt? Ein Font ist ja was? Ein Font ist eigentlich ein Softwareprogramm, das weiß, wie man die Zeichen malt, die zu einem bestimmten Buchstaben gehören. Buchstabe A sieht ja ganz anders aus, wenn ich den Font Arial verwende oder wenn ich den Font, was weiß ich, Adobe Helvetica verwende. Na,
Die zwei sind ähnlich, aber es gibt Fonts, wo der Buchstabe A total anders aussieht, wenn man die Fonts miteinander vergleicht. Und ein Encoding ist etwas, was im Prinzip sagt, welcher Buchstabe an welcher Position in der Tabelle steht. Und da gibt es halt verschiedene Encodings. Wer früher DOS verwendet hat, weiß, dass es da Codepages für gibt. Und es gibt eben Encodings für Mac, für Win, es gibt Standard-Encodings. Und da kommt es halt auch drauf an, was steht da für ein Encoding, falls man jetzt was analysieren muss, was mit Schriftproblemen zu tun hat. Dann haben wir hier in der Spalte steht AMP drüber. Das heißt, ist der Font embedded, ist der eingebettet? Hier steht Yes, der Font ist immer eingebettet. Dann steht hier Sub, das heißt Subset. Ist es eine Font-Untergruppe oder nicht? Was bedeutet Font-Untergruppe? Das ist nämlich die Regel bei PDFs, wenn ein Font eingebettet ist. Da wird nicht die komplette Font-Datei eingebettet, sondern nur der Anteil an Glyphen, den man braucht, um die entsprechenden Buchstaben des Textes darzustellen. Und nicht mehr. Und hier haben wir kein Subsetting. Hier haben wir keine Untergruppe. Also hier ist der komplette Font eingebettet. Dann steht hier noch was mit Uni. Das ist auch relativ wichtig, wenn man Text extrahieren will. Wenn da nämlich steht Yes, ist es in der Regel leicht möglich, den Text zu extrahieren, beziehungsweise PDF-to-Text anzuwenden, um den Text in eine, aus einer PDF in eine Textdatei zu überführen. Uni heißt nämlich, da ist eine sogenannte To-Unicode-Tabelle in der PDF mit drin, die es erlaubt, selbst wenn da ein komisches Encoding ist, trotzdem nachher zurückzuschließen darauf, automatisiert zurückzuschließen, welcher Buchstabe ist eigentlich damit gemeint, wenn ein bestimmter Glyph gemalt ist. Habt ihr schon mal gehabt, dass ihr aus einer PDF-Datei rauskopiert habt und da stand irgendwie nicht das, was man da lesen kann im Bildschirm? Das ist genau das Problem. Da war hier wahrscheinlich To Uni No, und aber AMP war auch No. Und hier Encoding war irgendein Custom Encoding oder sowas. So, jetzt wissen wir, was Subsets sind. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, ist das der Grund, dass wir hier einen ganzen Font eingebettet haben, dass die Datei so groß ist, dass die 3 Megabyte groß ist. Gibt es so große Fonts? Wie groß ist typischerweise ein Font? Das sind nur 2 Fonts. Das heißt, wenn die jetzt jeweils, die müssen ja 1,5 Megabyte groß sein. Ist das normal? Ich kann mal eine blöde Frage stellen, da steht Object. Ist das 6 Anzahl oder? Ah, okay, das hab ich jetzt einfach weggelassen. Das ist, da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, wenn ich auf die PDF-Syntax eingehe. In der PDF sind Objekte und die sind nummeriert. Die sind nicht unbedingt von 1 auf aufsteigend nummeriert, die können auch, aber die haben auf jeden Fall Nummern. Und hier ist einfach noch als Hinweis, in der PDF ist dieser Font irgendwo in dem Object 6 drin. Gute Idee, vielleicht gucken wir uns das gleich mal an. Ich habe ja gerade gesagt, PDF-IT will ich zeigen und PDF-Parser. Gucken wir uns mal mit PDF-IT diese Big 1-PDF an. Wer übrigens diese PDF-IT sich besorgen will, wer die noch nicht hat, dann zeige ich da mal kurz, wo es das gibt. Didier Stevens ist ein Mensch, der macht Sicherheitsanalysen, Sicherheitsforschungen, hat sich viel mit PDF beschäftigt. Die Frage ist, habe ich jetzt hier überhaupt Internetzugriff? Weiß ich gar nicht. Vielleicht nicht. Warten wir mal, vielleicht kommt es noch. Aber wenn ihr euch das merkt oder aufschreibt, Didier Stevens, bei dem auf der Webseite kann man diese Python-Skripte runterladen. Bei Ubuntu und Debian gibt es, glaube ich, auch ein Paket für, bloß sind die da meistens etwas älter und die funktionieren eigentlich problemlos, wenn man die direkt runterlädt und einfach so verwendet. So, ich habe jetzt hier eine Ausgabe gekriegt,
von PDF ID. Was der mir hier zeigt, erstmal, es gibt gleich viele Anzahlen, die gleich viele, also eine identische Anzahl von Objekteinleitungen und Enden. Wenn im PDF, wenn man sich das anguckt, da ist jedes Objekt gekennzeichnet dadurch, dass vorne steht OPI und hinten dran steht EndOPI. Und es gibt PDFs, die kaputt sind, wo die Anzahl unterschiedlich ist. Da steht nicht so oft Endobjekt drin, wie Anfangsobjekt drin steht. Und genau das Gleiche für Stream. Aber wenn wir uns an die PDF, wenn wir die angucken, da ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Kann man noch minus E sagen, auch eine interessante Option. Ich sage noch Time dazu, dass ich sehe, wie lange braucht das, der Befehl überhaupt für diese große Datei. Mit minus E kriegt man Extended-Ausgabe, und zwar berechnet das Tool dann noch die Entropie von verschiedenen Teilen der PDF. Und daran kann man dann bestimmte Sachen ersehen. Weil in der PDF gibt es Teile, die stehen im Klartext, und Teile, die sind komprimiert, die sind binär. Und diese komprimierten, binären Teile, die sind in sogenannten Streams. Und hier hat er jetzt ausgerechnet, die Gesamtentropie der PDF, die Entropie, die outside von Streams sind und die ist und die inside von Streams ist. Und das ist schon mal ganz ungewöhnlich, dass hier die Entropie, die inside Streams ist, also Entropie, kennt ihr den Begriff jemand? Im Prinzip kann man ganz grob sagen, das Maß der Unordnung. Und es kann maximal 8 sein, hier bei diesem Tool, was das rausgibt. 8 heißt, das sind Binärdaten, die sind so ungeordnet, dass man keinerlei Struktur mehr drin erkennen kann. Also da sind alle Daten, alle Bytes praktisch zufällig durcheinander gewirbelt und kommen ungefähr gleich häufig vor. Wenn jetzt eine kleine Entropie ist, und 3,6 ist eine kleine Entropie für Inside Streams, das heißt, da müssen irgendwie die Daten in hoher Ordnung vorliegen. Das heißt, da sind viele Wiederholungen drin. Gucken wir uns gleich an. Der hat 27 Sekunden gebraucht, ist ein bisschen lang. Okay, das ist eins der Tools, was ich als erstes einsetze, oft, wenn ich mir eine PDF angucke. Ich sage PDF-ID. Da findet man andere ungewöhnliche Sachen dann auch. Zum Beispiel würde man finden, after last EOF, da ist hinten noch was dran. Eigentlich soll ein PDF aufhören, am Schluss soll eine Zeile sein, Prozent EOF als Markierung, die Datei ist zu Ende. Oder hier, wenn JavaScript verwendet wird, steht hier nicht null. Und JavaScript kann eine PDF manchmal verdächtig machen. Und insbesondere, wenn da hinten noch dran steht, in Klammer eine Zahl, dann heißt es, da will jemand was verstecken drin, weil er bestimmte Schlüssel und bestimmte Namen, die im PDF vorkommen, kommen nicht im Klartext verwendet, sondern ein Encoding dafür. Vielleicht kann ich nachher noch Dateien zeigen, die sowas haben. Gucken wir jetzt erstmal mit dem Editor Vim. Wer kennt den gar nicht? Big 1 PDF an. Braucht ein bisschen. Ich habe minus klein b verwendet für binär. Das erleichtert mir ein paar Sachen. Aber wenn ihr jetzt hier mal guckt, seht ihr, ich springe jetzt noch ein bisschen weiter runter. Spring ganz zum Ende. Das ist die letzte Zeile, also 49.000 Zeilen. Und eigentlich sieht man jetzt hier schon ein paar Sachen, die ich vorhin angedeutet habe. Hier seht ihr zum Beispiel dieses Endobjekt. Suchen wir mal nach Objekt. Hier. Also das ist schön sortiert jetzt hier 1.0 Objekt heißt
das Objekt Nummer 1 mit der Generation 0. 0 steht da meistens. Es ist sehr selten, dass ihr ein PDF findet, wo in der Mitte was anderes steht. Also, wir haben hier jetzt das erste Objekt, das zweite Objekt, das dritte Objekt, vierte und so weiter. Das sind gar nicht viele Objekte, weil beim 18. Objekt sind wir schon praktisch am Ende. Und wenn man dazwischen guckt, die Dateien sind wirklich gut geordnet, da ist nichts Binäres drin. Wie ihr hier seht, kommt da ein Stream, da steht was von Filter drin, ASCII Hex Decode. Und da steht auch was schon mal von Länge 1 drin. Okay, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Und zwar mit PDF Parser. Das ist so das Schwestertool von dem PDF ID. Und da suchen wir mal mit klein s nach Length. Length 1. Wenn ihr euch erinnert, gerade eben habt ihr gesehen, Length war mit großem L geschrieben. Ich suche jetzt hier mit kleinem L, weil diese Suchfunktion in dem PDF-Parser ist unabhängig von Groß-Kleinschreibung. Vielleicht, ihr seht schon, der sucht jetzt die Objekte raus und zeigt die an, die ihr findet, wo irgendwie Length 1 vorkommt. Und jetzt spiele ich ein bisschen mein Fachwissen über PDFs auf. Ich suche nochmal was Fontfile heißt. Ich weiß noch nicht, Fontfile 1, Fontfile 2, Fontfile 3, aber man sieht, hier steht was von Fontfile 2. Und zwar betrifft es dieses Symbol-Font, der da mitverwendet wird. Und aber ich habe hier von File 2, von einem anderen, das ist dieser Arial Bold, 16.0R. Weiß jemand, was das bedeuten könnte, wenn da 16.0R steht? Das ist innerhalb der PDF-Syntax der Verweis, die Referenz auf das Objekt Nummer 16. Das andere ist von File 2, Objekt Nummer 15. Und ich kann mit dem PDF-Parser jetzt nämlich sagen, ich will jetzt mal minus O15 mir ausgeben lassen und sagen was, und sehen, was ist in dem Objekt 15 drin. Der PDF-Parser stellt mir das jetzt schön dar, schön formatiert dar, übersichtlich. Immer so, selbst wenn ihr in PDF reinguckt mit dem Vim oder mit einem anderen Editor, das ist nicht unbedingt immer so schön wie das, was wir gerade gesehen haben. Da geht es manchmal sehr durcheinander und sehr binär, aber der PDF-Parser stellt es dann erstmal immer so, wie kann man sagen, standardisiert oder wie auch immer dar. So, was steht da? Da steht Contains Stream. Das heißt, er zeigt uns nicht das komplette Objekt, sondern er zeigt uns hier etwas, was am Anfang des Objekts steht, in so doppelten spitzigen Klammern. Im PDF kommt was in doppelten spitzigen Klammern, steht innerhalb drin, das nennt man ein Dictionary, ein Wörterbuch. Das ist im Prinzip sowas wie früher unter DOS eine INI-Datei war. Da stehen immer so Werte drin, Key-Value-Werte, also ein Schlüssel und ein Wert dazu oder eine Variable und ein Wert dazu. Und die Variablen sind im Prinzip immer vorne und werden immer mit einem Schrägstrich eingeleitet. Und dahinter können alle möglichen Sachen stehen. Bei Länge, das ist ein Integer, eine Zahl. Hier bei Filter, das ist wiederum ein anderer Name. Und zwar heißt es, dass dieses Objekt einen Stream hat, der ist eigentlich durch einen ASCII-Hex-Encode-Filter sozusagen verschlüsselt oder komprimiert oder encodiert worden. Und wenn ich das, was dahinter jetzt in dem Stream steht, wieder auspacken will, muss ich den ASCII-Hex-Decode-Filter drauf anwenden, dann kriege ich die ursprünglichen Daten zurück. Und das kann man machen, indem man den PDF-Parser hinten dran noch, seht ihr das ganz hinten, was da ist? Strong L,
steht es ganz oben. Mit minus klein f sage, er soll mir das, diesen Filter drauf anwenden. Und dann kann ich noch dahinter sagen, minus d, dump. Ich sage einfach, der soll mir jetzt das dumpen, was er da auspackt, und in eine Datei namens dump.ext reinschreiben. Wenn ihr auf Stack Overflow guckt, da steht, da ist die populärste meiner Antworten, ich glaube, die hat schon über 100, wie nennt man das, Upvotes gekriegt. Da geht es darum, wie kann man aus einer PDF Fonts auspacken, die immer noch gültige Fontdateien sind. Und da ist, hier habe ich euch jetzt eine Methode gezeigt, die ist in der Antwort noch gar nicht drin. Vielleicht sollte ich mal die Antwort updaten, um zu zeigen, wie man mit einem PDF-Parser das auspackt. Also jetzt habe ich hier eine Datei, ls-lh dump extension, die ist 760k groß. Das sieht man jetzt nicht so gut, weil ich habe hier zu viel vergrößert, jetzt sieht man es besser. Und wenn ich jetzt File frage, was ist eigentlich dump extension, dann mein File, das sind TrueType Data. Das heißt, ich kann eigentlich das umbenennen, dump ttf und hoffen drauf, dass es wirklich eine TrueType-Datei ist, die ich da rausgekriegt habe. Ich nehme mal ein anderes Tool, otf-info. Wer kennt es? otf-info ist Teil des Pakets lcdf-type-tools. Und das kann einem alle möglichen Infos anzeigen über Fontdateien. OTF heißt eigentlich Open Type Fonts, aber es kann auch über andere Fonts Sachen anzeigen. Und ich will jetzt mal einfach sehen, minus i, dump, ttf. Wer kommt damit klar? Das Tool sieht, dass das ein Areal ist, sagt mir die Version von dem Areal, sagt mir, wer hat das eigentlich mal designt. Solche Infos sind nämlich immer in einer Fontdatei mit eingepackt. Also wir haben wirklich eine Fontdatei ausgepackt und die ist 780 Kilobyte, 778 Kilobyte groß oder so ähnlich. Die andere wäre ähnlich groß. Das heißt, es erklärt, warum diese Datei so groß war. Die PDF wäre normalerweise nur 1,5 Megabyte groß gewesen, wenn nicht dieser Font als ASCII Hex Encode nochmal encodiert gewesen wäre. Dadurch ist sie nochmal ein bisschen weiter aufgegangen. So. Bitte was? Die Frage wäre, ob Sie sie extrahieren können. Also die Mühle extrahieren und das eigentliche PDF-Datei runterlassen. Das ist jetzt extrahiert, aber nicht so, dass es aus der PDF rausgeholt worden wäre und da ist nichts mehr drin, sondern es ist eine Kopie rausgeholt worden. Eine Kopie, ne? Aber nur extrahieren heißt es dann, dass es aus der PDF rausziehen. Ne? Das Unnötige, was drinnen ist, rausziehen und das Wichtige da drin lassen. So, jetzt machen wir mal das Nächste. Jetzt machen wir die PDF kleiner. Wer weiß, wie das geht? Idee? Ganz einfach. Mit dem Trim was? Mit dem Trim in die beiden Objekte auslöschen, weil die vier Objekte. Okay, würde auch gehen. Wäre jetzt ein bisschen zu aufwendig, da waren wir nicht fertig mit. Okay, kann man auch machen, wird wahrscheinlich kleiner werden. Noch was? Ich benutze einfach GoScript. GS-O, ich nenne es einfach mal GS-PDF jetzt, was daraus. Also Output soll GS-PDF heißen. Das geht mit alten PDF-Versionen nicht, dass man minus klein O nimmt, aber mit allen neueren geht es. Ihr kennt, wer schon länger GoScript verwendet, sagen wir mal 5 Jahre und noch länger, der weiß, dass man da irgendwie noch sagen muss, minus D, no pause, minus D, batch und so weiter, alles groß geschrieben. Brauchen wir jetzt nicht mehr, wenn man dieses kleine O verwendet.
Dann sagen wir noch als nächstes, minus S-Device muss man so schreiben, wie ich es jetzt hier schreibe. Groß-Kleinschreibung ist wichtig. PDF-Write. GhostScript verwendet nämlich, was ist GhostScript? GhostScript kann als Eingabe PDF nehmen oder PostScript-Dateien. Kann als Ausgabe produzieren, auch entweder PostScript-Dateien oder PDF. PostScript-Dateien aus GhostScript rauszuholen ist meistens nicht so gut, also in der Vergangenheit nicht gewesen, weil es nur PostScript Level 1 konnte. Und kann alle möglichen anderen Formate, Bildformate, Druckerformate, sonst wie draus ausgeben. Aber es kann, wie gesagt, auch PDF wieder rausschreiben. Und ich kann auf die Weise jetzt diese Big 1 PDF verwenden als Eingabe. Jetzt habe ich praktisch drei Parameter. Was soll die Eingabe sein? Die steht hier ganz am Schluss, einfach als Dateiname. Was soll die Ausgabe sein? Output hier. Und was für ein Format soll die Ausgabe sein? Ich will wieder PDF rausschreiben. Deswegen steht es jetzt hier so. Die GS-PDF und die Big1-PDF sind unterschiedlich groß. Ja, okay. Machen wir mal die, das war nämlich ein Symlink woanders hin. Also 3 Mac und 87K, das ist der Unterschied. Wenn ich jetzt hier diese GS-PDF aufmache, sieht immer noch aus, als ob alles drin wäre. So, jetzt kommt noch ein anderer Trick, den ich gelegentlich anwende, wenn ich irgendwas verarbeitet habe, nämlich die beiden Dateien vergleichen miteinander. Ist da was verloren gegangen? Ist da was verrutscht? Was ist da für ein Unterschied? Was ist da jetzt passiert? Was hat GhostScript da jetzt verändert? Kann ich jetzt nur verraten, wenn wir nochmal verlängern. Nee, also auf jeden Fall hat es die Datei verarbeitet. Und wenn wir jetzt mal angucken, PDF-Fonts, GS-PDF, haben wir ja vorhin schon gemacht. Erstens hat sich der Name geändert. Machen wir nochmal im Vergleich dazu die Big1-PDF. Hier ist die noch Arial MT und jetzt ist hier eine Vorsilbe dazugekommen. Diese Vorsilben sind typisch dafür, das steht auch im PDF-Standard in der Spezifikation drin, wenn man eine Untergruppe bildet beim PDF-Schreiben, dann soll der Name neu gemacht werden und man soll eine Vorsilbe davor hängen, die aus 6 Großbuchstaben und einem Pluszeichen besteht und dahinter soll der ursprüngliche Name kommen. Ihr seht hier, dass hier jetzt bei Subset Yes steht. Und jetzt können wir mit PDF-Parser minus, wie war das? Wonach müssen wir suchen? Search, ja, ist das die PDF? Ihr seht schon, die Objektnummern sind hier durcheinander gekommen. Was GhostScript macht, wenn man ihm PDF vorschmeißt und sagt, macht daraus wieder ein PDF? Ich habe ja wirklich nur die, ich habe keinen Zusatzparameter verwendet. Das heißt, GhostScript verwendet seine eingebauten Defaults. Ich könnte ganz viele weitere Parameter dazugeben, um zu beeinflussen, wie genau soll die PDF aussehen, die da rauskommt. Aber wenn es die Defaults nimmt, liest die PDF ein und es hat intern eine andere, wie soll man sagen, eine andere Sprache, um die ganzen Objekte für sich selber zu zerpflücken und sich darzustellen. Und wenn man dann sagt, schreib jetzt wieder eine PDF raus, nimmst diese interne Darstellung und schreib eine ganz neue PDF und da können die Objekte ganz anders angeordnet sein und können aus wenigen Objekten mehr werden oder auch aus vielen Objekten weniger. Aber am Schluss sollte die PDF eigentlich noch im Großen und Ganzen so aussehen, wie man sie reingegeben hat, beziehungsweise wie man aufgrund der Kommandozeilenparameter sagt, wie sie manipuliert sein soll. Beispielsweise, ich will nur die 3 Seiten, die am Schluss sind, haben und nicht die Seiten weiter vorne. Letzten Endes, in dem Fall soll die PDF, erwarte ich eigentlich, dass die noch gleich aussieht, aber kleiner ist. Und sie ist auch kleiner. Die Frage ist, ist sie wegen diesem Font-Subsetting kleiner? Jetzt suchen wir nochmal nach Font.
Font File GS PDF. Und jetzt finden wir hier tatsächlich diese gleiche Datei. Und Font File 2 ist hier das Objekt 19. Suchen wir mal nach minus O19. Und man sieht jetzt hier schon, ich könnte es jetzt auch auspacken, dass hier diese Länge eben nicht mehr die 700k sind, sondern nur noch 60, 67. Und eigentlich erklärt es schon relativ deutlich, warum die kleiner geworden ist. Aber ich wollte gerade sagen, diese zwei Dateien, die BIG 1 und die GS-PDF, habe ich die nicht mehr, OpenGS-PDF, hier. BIG 1. Die sehen eigentlich noch relativ identisch aus, aber das ist natürlich eine relativ ungenaue. Jetzt mache ich noch eins, ein Thema, dauert 3, 4, 5 Minuten. Nämlich genau den Unterschied von zwei PDFs, die eigentlich relativ ähnlich sein sollen, wie kann man den darstellen? Wer kennt da ein Tool für? Es gibt eins, das heißt DIV-PDF. Das zeige ich jetzt aber nicht. DIV-PDF ist ein grafisches Tool, kann man zwei PDFs öffnen und seitenweise vergleichen und es zeigt einem an, ob da grafische Unterschiede sind oder ob da auch Textunterschiede sind. Das zeige ich nicht. Ich benutze was anderes jetzt mal. Und zwar Compare. Wer kennt Compare? Du kennst ja alles. Wer kennt Image Magic? Image Magic hat verschiedene Kommandozeilen-Tools. Die meisten von euch werden dann, wenn sie Image Magic verwenden, das Convert verwenden. Aber es gibt auch etwas, das heißt Compare. Und Compare kann zwei verschiedene Bilder miteinander vergleichen und einem anzeigen, ob es da Unterschiede gibt. Compare kann aber auch PDFs miteinander vergleichen, scheinbar. Ich mache mal Compare GS PDF und die andere hieß ja BIG 1 PDF. So, ich muss also die zwei, die ich vergleichen will, auf der Kommandozeile mitgeben und als drittes gebe ich aus Delta PDF. Was soll rauskommen? Öffnen wir das Ding mal, Open Delta PDF. Seht ihr was? Man sieht es ganz schlecht am Beamer. Aber jetzt sieht man es vielleicht besser, jetzt ist es ein bisschen grau. Da ist praktisch die Ursprungsdatei, die erste, die ich auf der Kommandozeile hinterlegt, ist ausgegraut hinterlegt. Und rot dargestellt sind die Pixel, die unterschiedlich sind. Also es hat sich da ein bisschen was verschoben. Da, wo die roten Stellen sind. Vermutlich aufgrund von einem Rundungsfehler ist ein Buchstabe ein Pixel weiter nach links oder rechts gerutscht. Bei solchen Sachen. Aber bei anderen hier sieht es nach ein bisschen mehr. Ja, egal. Was ich zeigen möchte, ist, wie Compare eigentlich funktioniert. Das kann man zum Beispiel so sehen. Wenn man hier noch sagt minus verbose, dann zeigt einem das eigentlich an, was es im oder zum Teil an, was es im Hintergrund tut. Wer sieht hier was? Hier, eine Kommandozeile, die Compare ausführt, ist, dass es im Hintergrund erstmal GoScript aufruft. Und was macht wozu wird GoScript beauftragt? Es wird hier mit sDevice beauftragt, ein PNG-Alpha zu erstellen. Ein PNG mit Alpha-Kanal, das heißt mit einem Kanal, der Durchsichtigkeit erlaubt. Im PDF ist ja das, was man meistens weiß sieht auf dem Bildschirm, ist durchsichtig. Das ist nicht wirklich weiß gemalt, sondern das ist einfach durchsichtig und die PDF-Viewer stellen das einfach als weißen Hintergrund dar.
Wenn man das jetzt PDF-Seiten miteinander vergleichen will, will man ja wissen, ist die eine PDF eventuell, hat die einen wirklichen weißen Hintergrund, das gibt es auch, der ist nicht durchsichtig, und die andere nicht. Und das würde jetzt das Compare dann nachher rausfinden. Aber PNG-Alpha bewirkt, dass was transparent ist, transparent bleibt. Also es macht aus den beiden Dateien zwei verschiedene PNGs und vergleicht die dann pixelweise und macht dann das Resultat, verpackt es wieder in einem PDF. Und das ist das, was wir rauskriegen. Was noch interessant ist, ist hier dieses 72. Das ist die Auflösung, die Resolution. Und ich kann jetzt zum Beispiel auch noch sagen, bei diesem Compare, ich will eine höhere Auflösung. Ich will, das sagt man jetzt, man würde erwarten, Resolution 600. Ist aber falsch. Das muss bei Compare heißen oder bei Image Magic Density. Und jetzt seht ihr schon, hier wird GhostScript aufgerufen mit den 600. Und das Delta-PDF, was jetzt rauskommt, ist noch nicht fertig. Gleich ist fertig, gleich ist fertig. Noch nicht fertig. Jetzt ist fertig. Und jetzt hat das Ding auch der Viewer auch abgedatet. Jetzt seht ihr hier schon durch die höhere Auflösung, es ist wirklich nur ein Pixel gewesen, den es nach links oder rechts gerückt ist. Das sieht man jetzt an diesen dünneren Linien. Bei 600 dpi sieht man das besser. So, wenn ich jetzt nicht will, dass dieser graue Hintergrund ist, dann mache ich noch was anderes. Ich sage hier noch minus compose src. Jetzt kriegen wir wieder die Ausgabe. Seht ihr, der graue Hintergrund ist weg. Jetzt kriege ich nur noch rote Pixel, wo ein Unterschied ist. Auf die Weise kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Softwareentwickler bin und was mit PDF machen muss und Unit-Tests machen muss oder so, mir so einen Vergleich machen mit, hat mein Tool überhaupt noch genau dasselbe erzeugt, wie es vor einer Woche erzeugt hat oder wie der Soll ist, und kann auf die Weise solche Tests automatisieren, weil ich muss das, was ich jetzt hier ausgegeben habe, nicht unbedingt als PDF ausgeben, kann auch eine Textausgabe mit Compare erzwingen, die mir nur die Pixel anzeigt, die Koordinaten der Pixel, wo sich was geändert hat. So, das war jetzt so ein kleiner Einblick in das, was ich mache. Für Fragen ist wahrscheinlich nur noch draußen Zeit. Ich habe jede Menge anderes vorbereitet. Wer mehr wissen will zu dem Thema, sollte mein E-Book vielleicht verfolgen, denn wenn ihr das kauft, auch wenn ihr das für 0 Euro kauft, habt ihr das Recht, lebenslang, solange ich da überhaupt Updates mache, alle Updates auch zu kriegen zum selben Preis. Oder ihr könnt nachträglich, wenn ihr sagt, wenn es mal 300 Seiten ist, es ist mir jetzt wert, ein paar Euro, könnt ihr auch nachträglich das noch kaufen. Also, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.